Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich bin dabei, den letzten Weizen auszusehen. Es liegen noch 10 Hektar vor mir. Ich habe mich heute Morgen aber, sagen wir mal, vorsichtig über einen Zeitungskommentar geärgert, weshalb ich die Aussaat hier um 3-4 Stunden verzögert habe, da ich mich im Internet noch mal ein bisschen schlau gemacht habe, erkundigt habe, um auch die nötigen Quellen zu finden und zu haben, um ja, das zu untermauern, was ich sowieso schon weiß, da ich mich ja jeden Tag mit Landwirtschaft beschäftige. Ich habe mir das hier auch alles ein bisschen aufgeschrieben und ganz konkret richtet sich da meine Antwort auf einen, wie gesagt, Leserbeitrag aus Magdeburg, der hier wirklich jedes Klischee der Landwirtschaft bedient. Und ich bin eben der Überzeugung, dass diese Klischees einfach nicht richtig sind, denn diese Falschaussagen und Lügen, muss man ja wirklich sagen, fußen einfach auf Unwissenheit. Darum ist das auch kein direkter Vorwurf an den Verfasser dieses Beitrages und auch alle anderen, die offensichtlich ähnlich denken. Tatsächlich ist es ein Problem der Medien, die heutzutage lieber Schlagzeilen machen mit Skandalen und, ich sag's mal freundlich, Aussagen, die jetzt vielleicht aus irgendwelchen eher Grünen und NGO-Ecken kommen. Es hat aber oft wenig mit Wissenschaft und tatsächlichen Zahlen zu tun. Und dem möchte ich heute mal ganz gezielt entgegenwirken und würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Das heißt, ihr interessiert euch wirklich für Landwirtschaft. So, jetzt machen wir erstmal eine Wende hier. Ja, in Bezug auf den Zeitungsbeitrag, den ich hier kommentieren möchte, gleich mal als Einleitung, denn der Zeitungsbeitrag schließt ab mit dem Satz, wärt ihr mal lieber, also ihr Landwirte, mal lieber zu Hause geblieben und hättet über bestimmte Dinge nachgedacht. Ich entschuldige mich, dass ich das jetzt im Nachhinein tue. Ich habe über die Dinge nachgedacht und ich komme zu dem Ergebnis, dass wir eigentlich schon hätten viel früher auf die Straße gehen müssen. Die Lage ist ja noch viel katastrophaler, wenn man sich damit beschäftigt. Fangen wir an mit Klischee Nummer 1. Die Landwirtschaft bekommt einen Haufen Geld von der EU geschenkt. Richtig. Aber warum? Das ist doch die Frage. Fakt ist doch, das ist zwar eine direkte Subventionierung an uns Landwirte, aber hintenrum eine indirekte Subventionierung der Lebensmittel. Und das bringt mich zu Punkt 1, die Lebensmittelpreise in den Läden oder das, was wir dafür bekommen, entsprechen nicht den Herstellungskosten plus Gewinn, den ich ja theoretisch erzielen müsste, um langfristig auch in meinen Betrieb zu investieren und zu modernisieren. So, hier gibt es das erste gute Beispiel, um der Sache mal, wenn man sich dafür interessiert, wirklich auf den Grund zu gehen, und zwar bei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft oder auch im KTBL, ja einfach mal die Kostenstrukturen bzw. eine Deckungsbeitragsrechnung oder sogar eine Vollkostenrechnung für landwirtschaftliche Produktion machen. Und ich habe mir mal einfach anhand dieser Bayerischen Landesanstalt mit dem Kalkulator, den die da zur Verfügung stellen, 4 Kulturen rausgenommen. Fangen wir mal an mit dem Weizen, den mache ich hier heute. Da habe ich die Parameter mal so grundsätzlich gelassen, wie sie vorgeschlagen werden, beziehungsweise das beruht ja auf Daten, die tatsächlich irgendwo da im Durchschnitt auftreten. Ich habe so ein paar kleine Anpassungen gemacht, zum Beispiel Schlaggröße 10 Hektar ist ja auch der Fall, trifft für mich ganz gut zu. Pflanzenschutzmittelkosten habe ich den niedrigsten Wert angesetzt, der da vorgeschlagen wird. Und wir kommen da im Weizen für die letzten 3 Jahre auf einen Deckungsbeitrag von rund 450 Euro pro Hektar. Klingt ja erstmal nicht verkehrt. Ja, nun ist das aber nur ein Deckungsbeitrag und noch keine Vollkostenrechnung. Wenn wir die Vollkostenrechnung bei diesem System mit ansetzen, komme ich auf einen Gewinn ohne Prämie von minus 210 Euro. What the fuck? Das heißt,
ohne die Subventionierung der EU ist die Weizenproduktion unter diesen Bedingungen nicht rentabel. Und jetzt kommt eine ganz tolle Funktion, die da integriert ist. Und zwar kann ich einen vollkostendeckenden Weizenpreis mir aushändigen lassen. Und wenn ich das mache unter Berücksichtigung von eigener Entlohnung und Entlohnung meines Landes, also das habe ich ja irgendwann mal gekauft, also muss es sich ja auch irgendwo verzinsen, oder ich muss zumindest die gleiche Pacht ansetzen, die da eben so üblich ist, dann komme ich auf einen vollkostendeckenden Weizenpreis von 23,80 Euro, den der in den letzten 3 Jahren hätte gezahlt werden müssen. So, und jeder, der gerade mal ein Handy in der Hand hat, der kann ja mal den aktuellen Weizenpreis googeln. Ich habe ihn jetzt nicht zur Hand, aber ich weiß, dass ich im letzten Jahr einen Kontrakt gemacht habe über 17 Euro und der Preis inzwischen wieder gefallen ist. Also wir sind weit entfernt von einem fairen Weizenpreis. Beispiel 2, Deckungsbeitragsrechnung für einen Winterhoggen, so wie ich ihn hier großflächig anbaue, weil ein Weizen auf den schwachen Standorten noch schwieriger wächst. Deckungsbeitrag 136 Euro, Gewinn ohne Prämie minus 430 Euro pro Hektar. Nicht mal, wenn ich die Prämie, die ja ungefähr 270 Euro pro Hektar entspricht, da aufrechne, ist meine Roggenproduktion nachhaltig. Auf Grundlage der letzten 3 Jahre. Ein vollkostendeckender Roggenpreis liegt unter den Bedingungen in den letzten 3 Jahren bei 30 Euro. Wir kriegen gerade mal die Hälfte. Beispiel Nummer 3, weil man ja auch so viel Mais sieht. Silomais, Deckungsbeitrag 436 Euro, Gewinn ohne Prämie immer noch negativ, minus 60 Euro. Kommt die Prämie oben drauf, ist das schon langsam mal ein Geschäft oder ein Anbauverfahren, was man machen kann. So, und weil sich ja dann wieder die Leute aufregen, oh, bauen ja alle nur Weizen und Mais an. Warum machen die denn keine anderen Sachen? Ja, nehmen wir da mal die Futtererbse. Die hat schon einen negativen Deckungsbeitrag von 20 Euro. Ich habe noch nicht mal das Saatgut, Pflanzenschutz, Dünger und Diesel. Das sind so die groben variablen Kosten, die da in der Regel anfallen. Die sind noch nicht mal gedeckt. Der Gewinn ohne Prämie liegt bei minus 550 Euro in den letzten 3 Jahren in Bayern. Wer das anzweifelt, kann das Tool ja gerne selbst öffnen und seine eigenen Zahlen dort reinschmeißen, wenn er glaubt, er kann es kostengünstiger oder man erntet mehr. Das ist ja das Tolle an dem Tool, da kann das jeder selbst machen. Aber das waren eben so ungefähre Standardwerte, wenn man jetzt in die neuen Bundesländer geht. Hier, wir haben andere Strukturen. Vielleicht können wir das aufgrund der Größe schon noch kostengünstiger, aber wenn wir hier eben die Zahlen nehmen, wir werden dann nicht in völlig anderen Welten landen. Also wir haben wirklich ein großes Rentabilitätsproblem in den letzten 3 Jahren. So, jetzt kommt das Fazit aus dieser Sache. Ohne die Prämie wäre ja gar keine Landwirtschaft möglich. Jetzt kann man natürlich sagen, na, ist doch wunderbar. Dann sind wir doch die ganzen Umweltprobleme, das sind Anführungszeichen, los und können ja jetzt hier alles blühen und verwildern lassen, wie es war. Ja, könnte man machen. Käme mal auf einen Versuch drauf an, ob dann tatsächlich auf diesen Kulturlandschaften hier sich das dann so entwickelt, wie man sich das gerne vorstellt. Aber auf der anderen Seite müssten wir dann auch damit leben, dass beim Bäcker um die Ecke dann die Bördekruste vielleicht kasachische Kruste heißt oder die Thüringer Bratwurst durch die argentinische ersetzt wird. Transportkosten und CO2-Bilanz durch diese Transporte, fragwürdig, aber gut. Scheint ja irgendwo in der Gesellschaft so gewollt zu sein, wenn wir jetzt mal pauschal die Förderung weglassen und uns nur noch auf Insektenschutz stürzen. Tatsächlich ist es ja politisch gewollt, dass die Lebensmittel so günstig sind. Es werden ja nur 12% des Einkommens noch für Nahrung ausgegeben. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also in jeder Kostenblock Wohnen und Mobilität liegt über der Ernährung. Das ist doch ein Wahnsinn. Dazu müssen wir sagen, dass das von uns Landwirten gar nicht gewollt ist. Denn hoher Preis ist gleichzusetzen mit entsprechender Anerkennung für das, was wir hier leisten. Die große Frage ist, wie setzen wir das in einem globalen Markt
am besten um? Ich meine, wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir auch weltweit die Standards angleichen und eben nicht nur immer in Deutschland den Vorreiter spielen. Und wenn das nicht gegeben ist, können wir Freihandelsabkommen, und das sage ich als FDP-Mann, dann können wir Freihandelsabkommen wie jetzt mit Mercosur nun mal nicht zustimmen, wenn diese Rahmenbedingungen nicht geschaffen werden. Denn klar, in mir schlägt ein liberales Herz, aber das schlägt auch nur, wenn wir gleiche Wettbewerbsbedingungen haben. Das ist der Punkt. Andererseits möchte ich aber auch nicht auf Protektionismus setzen. Ich glaube schon, dass wir deutliche Vorteile dadurch haben, dass wir eben global handeln. Kann sich ja jeder ausmalen, wie es in den Supermärkten aussehen würde, wenn wir jetzt wirklich nur noch auf deutsche Landwirtschaft setzen würden. Andererseits ist es auch so, dass wir hier gute Produktionsstandorte haben für Getreide, Raps und eben die Dinge, die man hier sieht. Und wir können hier zum Beispiel nur schlecht Kiwis anbauen. Ja? Aber da, wo Kiwis wachsen, wächst Getreide vielleicht schlechter. Und deswegen ist dieser Handel schon irgendwo sinnvoll. Und nun komme ich nochmal auf den Kern des Frustes und dem Grund, sage ich mal, auch der Bauerndemonstration. Es ist einfach so, dass überall alles teurer wird. Also alles ist jetzt wieder ein bisschen polemisch, aber in der Regel wird das meiste teurer. Das Auto wird teurer, Energie wird teurer. Wenn ein Handwerker kommt, der wird teurer. Im Groben wird alles teurer. Und nur in der Landwirtschaft für Lebensmittel zahlen wir immer noch das Gleiche wie vor 10 Jahren, 20 Jahren. Es hat sich im Groben nichts verändert. Parallel dazu sind die Auflagen verschärft worden. Das zum einen treibt die Kosten nach oben, zu den Kosten, die sowieso steigen, weil eben Maschinen teurer werden, weil Arbeitskraft teurer wird, weil Diesel teurer wird. Und dazu wird auch noch die Ausgleichszahlung, also Fördergelder aus der EU, werden zudem auch noch runtergefahren. Also das ist, sagt doch schon der reine Menschenverstand, dass das einen Knall gibt. Das kann doch gar nicht funktionieren. Und jetzt hat zusätzlich in den letzten 2-3 Jahren auch noch das Klima damit reingewirkt. Deswegen ist die Rentabilität der Landwirtschaft komplett am Boden. Könnt ihr überall nachlesen, ausrechnen, was ihr wollt. Ihr könnt Beratungsunternehmen fragen. Es sieht wirklich sehr schlimm aus.